Du wirst dauernd unzufrieden gemacht. Du bist Konsument, du bist Käufer. Kaufen von Waren bist du zum Überdruss und Arbeiten bis zur Erschöpfung als erste Bürgerpflicht. Du sollst das neueste und beste Produkt haben und kaufen. Es soll aber auch günstig sein. Also musst du ständig Preise und Waren vergleichen und du musst auf dem Laufenden sein. Du musst immerzu die aktuellsten Informationen haben. Bei der Informationsüberflutung kann man schon mal an Überreizung leiden. Du steigerst durch die Arbeit, die du leistest und die Einkäufe von Waren das Geld um Laufvolumen im Staat. Du schaffst Arbeitsplätze und es erhalten sich Arbeitsplätze. Aber wer profitiert am meisten im kapitalistischen System? Es besteht wohl eine Übereinkunft bei den Menschen, an dem jetzigen Wirtschaftssystem keine große oder größere Verbesserung mehr zum Vorzunehmen. Man hat schon so viele Waren gekauft, dass man nicht mehr weiß, wohin man sie im Haushalt stellt. Hat man noch genug Zeit für sich und die Familie und den Freunden oder hetzt man von einem Termin zu einem anderen Termin? Arbeitet man vielleicht zu viel? Man sollte auch Zeit zum Nachdenken über das Leben und insbesondere seinem eigenen Handeln im Lebensweise haben. Und über die zwischenmenschlichen Beziehungen sollte man nachdenken und das Richtige tun. Nimmt man sich genug Zeit für gute Gespräche und den Austausch von Nettigkeiten und Freundlichkeiten für den Zusammenhalt der Gesellschaft, der Gruppe, das alles für sein eigenes Wohlbefinden.